Auf das Juweliergeschäft Kana am Herbert-von-Karajan-Platz verüben zwei Täter am Montag einen bewaffneten Überfall. Um 12.45 Uhr kommen diese beiden Männer mit einer Faustfeuerwaffe und einem Vorschlaghammer in den Verkaufsraum. Sie zerschlagen die Vitrinen und nehmen Dutzende wertvolle Uhren mit. Danach sperren sie die Verkäuferinnen in einen Lagerraum. Die Täter flüchten zu Fuß. Erst dann können die Verkäuferinnen den Alarmknopf betätigen. Die Fahndung bleibt erfolglos, die Täter sind nach wie vor auf der Flucht.